Hallo, willkommen bei einem weiteren Video der Firma Grotech. Heute fahren wir fort mit der Phosphatproduzierung im Meerwasseraquarium. Diesmal haben wir das Remophos. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Remophos, das gibt es in verschiedenen Körnungen und in verschiedenen Packungsgrößen. Jetzt schauen wir mal rein. Ja, haben wir es aufgekriegt. Jetzt so ein rötlich-braunes Granulat. Das ist auf Eisenbasis funktionierender Phosphatabsorber. Das heißt praktisch, das Phosphat aus dem Aquariumwasser lagert sich an den Körnchen hier an und muss natürlich dann von Zeit zu Zeit getauscht werden. Im Gegensatz zum Biopelletreaktor, den wir vorher schon gesehen haben, da wird ja praktisch das Nitrat und Phosphat auf biologische Weise aus dem Aquarium entfernt und hier wird das Phosphat praktisch an das Filtermaterial gebunden, chemisch gebunden, unlöslich und man muss es dann eben entsorgen von Zeit zu Zeit, wenn die Kapazität erschöpft ist. Gut, dazu haben wir auch zwei Filter. So Universalfilter haben wir, einen großen und einen kleinen. Da kann man das reinfüllen. Beim großen, den kann man natürlich jetzt für sowas nehmen, für das Remophos. Man kann aber auch ein anderes Filtermedium reintun, Aktivkohle, oder man kann es als Nachbrenner für den Kalkreaktor benutzen, indem man es mit Calciumsteinchen füllt. Wir haben hier oben den Einlass und den Auslass, beziehungsweise ich mache jetzt erstmal auf das Ding, dass man sieht, wie man es. So. Man sieht jetzt praktisch hier das Fallrohr. Das ist der Anschluss. Der ist dieser hier, der geht dann hier in das Loch, wird dann hier mit der Dichtung abgedichtet. Das Wasser wird praktisch im Mittelrohr nach unten gefördert und strömt dann unten über die ganze Fläche nach oben. Oben ist ein Sieb drin, dass es nicht irgendwelche Steinchen mit ins Rohr gelangen und kommt dann in dem hier raus. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso ist da kein Anschluss drin? Ja, das Ding ist mehr oder weniger, ja, wie der Name sagt, ein Universalfilter. Und da kriegt ihr dann so ein Tütchen mit. Da sind dann verschiedene Anschlüsse drin. Zum Beispiel jetzt hier die 20 mm, die 16 mm oder eben die 6 mm. Da ist ein Klebstoff dabei, könnt ihr selber reinkleben hier. Dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel für den Kalkreaktor rein raus oder eben dann mit der größeren Pumpe hier den Schlauch anschließen, wie ihr wollt. Multifunktionell. Ein Silikontyp hier ist auch dabei, dass man die Dichtung ein bisschen einschmiert, dass das Ding auch die Dichtung auch ein Weilchen hält. Ja, normalerweise hält sie ewig. Gut, von der Seite her, man kann den jetzt zum Beispiel an einer Waagrechtglasscheibe festmachen oder wenn man die Schrauben jetzt hier umsetzt, kann man es auch an eine senkrechte Scheibe festschrauben. Ja, oder man kann es einfach hinstellen. Das sind die Möglichkeiten von so einem Filter. Man kann die Schwämme kann man rausmachen. Je nachdem, wie groß das oder wie grob das Material ist, wo man reinfüllt, dass es eben durch die Löcher unten nicht ganz nach unten fällt. Gut, das gleiche haben wir nur kleiner. Da geht eigentlich weniger rein. Das ist im Prinzip das gleiche. Bloß haben wir jetzt hier kein Mittelrohr, sondern wir haben hier eben unten ein Loch. Das kann man hier unten einschrauben und oben einschrauben. Da haben wir auch verschiedene Anschlüsse dabei. Auch ein Teflonband, also die Dichtungen. Also das wird dann um das Gewinde rumgelegt und eingeschraubt, dass das Ding auch noch dicht ist. Das ist eigentlich zum Einhängen an der Glasscheibe und zum Festschrauben. Vielleicht ein ganz einfaches, funktionelles Teil. Kann man für verschiedene Sachen nehmen. Gut, und wenn ihr jetzt das Remophos benutzt, dann solltet ihr das nicht so machen, wie viele sagen, eben im Wirbelbettfilter, dass es verwirbelt wird. Problem ist, das Phosphat lagert sich außen an den Steinchen, sage ich jetzt mal, an. Und wenn die dann
verwirbelt werden, dann malt sich außen praktisch die Eisenphosphatverbindung ab und dann habt ihr es im Aquarium schön gleichmäßig verteilt, im Bodengrund, überall. Und irgendwann mal, wenn ihr eine böse Alge habt, wo dann im Bodengrund wächst, die spaltet es wieder ab und dann viel Spaß. Also man sollte es einfach nicht verwirbeln im Filter, sondern einfach reinfüllen und entsprechend langsam durchfiltern. Ja, und dann müsst ihr halt mit dem geeigneten Test, Phosphattest immer messen, tut es noch oder tut es nicht mehr, ist das Material erschöpft oder geht es noch? Ja, das ist eigentlich das Einfachste. Gut, wir haben jetzt noch ein anderes Produkt, da schwenke ich jetzt mal drüber. Das ist praktisch ein flüssiges Filtermedium, wo auch Phosphat reduziert. Das ist auf Lantanbasis. Und da müsst ihr halt dann schon so anwenden, wie es draufsteht. Also nicht hier gleich einen Liter reinschütten, das wird nichts. Weil es gibt eine Wassertrübung, praktisch das Lantan reagiert mit dem Phosphat, gibt eine Verbindung, gibt eine leichte Wassertrübung. Und die solltet ihr dann über einen Abschäumer rauskriegen oder über einen Feinfilter. Müsst aber aufpassen, weil das Zeug, das lagert sich dann auch manchmal ein Abschäumer am Pumpenrad an oder so. Das müsst ihr eben immer kontrollieren. Und man muss es eben wirklich langsam, sehr langsam machen, weil es hat eine Nebenwirkung auch, wenn man es zu stark oder zu viel dosiert, eben auf die Strudelwürmer und auf Würmer im Aquarium. Wenn die Dosis zu hoch wird, dann sterben die und dann habt ihr ein Problem mit dem Sauerstoffgehalt. Und das mögen ihre Fische dann auch nicht. Wir haben eine Erfahrung gemacht, dass also zum Beispiel größere Fische oder alte große Fische, wenn die Dosis zu hoch ist, sollte man nicht machen. Also die haben dann auch ein Problem. Also man soll das wirklich so, wie es draufsteht, anwenden. Wirklich sehr, sehr langsam und nicht zu viel ins Becken schütten auf einmal. Ja gut, und wenn ihr jetzt eben den Bio-Pellet-Reaktor benutzt, kann sein, ja, der braucht halt Nitrat, baut er auch ab. Und dann kann es halt bei hohen Phosphatwerten sein, dass man eben eine Nitratlimitierung hat. Das heißt, ihr habt zu viel Phosphat noch drin, das Nitrat ist aber weg. Das mögen eure Korallen auch nicht, weil die brauchen nämlich Nitrat, das ist nämlich ein Nährstoff. Und für das haben wir das, Nitrat Plus. Da könnt ihr dann euren Nitratwert im Becken selektiv erhöhen. Der sollte dann schon, also ich sage mal unter 5 Milligramm sollte wirklich nicht fallen. Es wird zwar von manchen propagiert, fast null, aber das ist dann eine recht heikle und wackelige Sache. Lieber ein bisschen höher, ja, dann ist es nicht so gefährlich. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal.